Servus Leute und willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Und ich möchte das Ganze nicht so leicht betonen. Ich möchte nur darauf Wert legen auf YouTube und auf Artikel 13 und dass mir das echt wichtig ist. Und auch, ja, also ich möchte jetzt nicht so viel hier zeigen, sondern einfach nur mit euch ein bisschen quatschen und so. Und sagen, was es mir wird, wenn YouTube bald nicht mehr existiert. Ich muss sagen, wir haben fast die 50 Abonnenten erreicht. Das ist auch nicht schlecht. Ich finde das sehr, sehr cool. Aber wenn wir danach gehen, dass YouTube bald geschlossen wird, ist das Ganze nicht mehr so schön. Also, wir haben fast die 50 Abonnenten erreicht. Ich finde das echt mehr schön, was wir alles erreicht haben hier bis jetzt. In den ganzen Jahren und alles. In den ganzen fast 2 Jahren, Leute. Wir feiern auch nämlich wieder Jubiläum. Ich muss echt sagen, ich finde es echt schön, dass wir fast 50 Abonnenten uns geknackt haben. Und ich möchte nicht, dass YouTube, also wir können es eh nicht bestimmen, aber ich möchte eh nicht, dass YouTube verliert. YouTube ist für uns eins der wichtigsten Sachen, die Social Network betreffen, und ja, also YouTube ist eigentlich für uns so gesehen schon lebenswichtig, muss ich jetzt persönlich sagen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Leute, aber YouTube ist für uns wie Adidas ohne Adidas-Streifen oder Seife ohne Seife oder ein Schaumbad ohne Schaum oder ein Bad ohne Bad oder ein Hallenbad ohne Halle, halt. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, was wird aus mir, wenn YouTube nicht mehr existiert? Darauf würde ich eigentlich sehr, sehr guten Wert legen, auch auf lizenzfreie Musik. Teils nicht Teamspeak, nein, sondern eher so abseits von YouTube, sondern eher so eine eigene Social Media Seite wie jenamusicgang.de oder videos.jenamusicgang.de oder yt.jenamusicgang.de. Mal schauen, was da noch alles übrig ist, denn schließlich möchten die meisten wahrscheinlich noch von euch, von der ganzen Community, alle Videos oder sowas hier anschauen. Und darauf habe ich auch volles Verständnis. Weil warum muss YouTube erst alles so schnell beenden? Ich verstehe es nicht. Warum soll YouTube alles so schnell beenden? Das ist echt traurig, Leute. Ich weiß es selber. Es ist sau traurig, warum YouTube alles immer so schnell beenden muss. Es muss aber auch keiner. Also es muss keiner beenden. Ich verstehe selber nicht, warum, leider. Aber darauf müssen wir leider, glaube ich, alle durch. Dafür haben wir natürlich unseren Teamspeak offen. Also, wie gesagt, es wird dieses Wochenende wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau wann, aber es wird demnächst passieren, dass wir mit der kompletten Community keinen Stream machen. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, von Teamspeak-Stream oder sowas. Mal gucken. Morgen oder am Samstagabend. Da muss ich mal nachschauen, wann ich Zeit habe und so. Da wird ein YouTube-Stream oder ein YouTube-Video, komme ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn nicht, dann machen wir es eine Woche drauf, am 16. oder 17. Da muss ich gerade erstmal selber halt mal überlegen und gucken, zeitlich, wie ich das so schaffe und so. Edited the server. Da muss ich selber erstmal gucken. Aber ich hoffe, das schaffen wir. Zusammen mit meiner größten Community, die ich jetzt erstmal wirklich auf allen Plattformen erreicht habe. Also nicht auf allen Plattformen, sondern auf YouTube. Mit meinem jetzt wirklich alleinigen Account, weil ich hatte, kommt mal einer, hat nicht mal die geknackt fast und dies und das. Ich muss sagen, danke an meine ganze Community, dass wir fast 50 Abonnenten haben. Ich weiß, es hört sich nicht viel an. Es ist aber auf anderer Seite sehr, sehr viel. Also ich meine es jetzt nicht, im negativen Sinne, es ist eigentlich schon sehr, sehr viel, was wir da schon zusammengebracht haben als YouTuber selber. Und ich muss auch sagen, ich mit 15 Jahren habe vor 2 Jahren angefangen, oder circa vor 2 Jahren angefangen, da war ich 14, beziehungsweise 13, habe mit YouTube schon angefangen. Und ich muss sagen, echt danke, Leute, dafür, dass wir fast 50 Abonnenten hier auf YouTube sind. Es ist sehr traurig, dass YouTube sich vielleicht demnächst schließt oder so, aber hoffen wir, dass es nicht dabei bleibt. Sondern einfach, ja, hoffentlich nichts davon passiert und dass wir weiterhin YouTube nutzen können. Hoffen wir es. Einfach das Beste von YouTube, was einfach uns eigentlich passieren könnte, so gesehen.
Also nicht jetzt das Abschalten alles, sondern einfach, dass wir YouTube nutzen können, wie wir möchten. Und ich hoffe einfach, es bleibt dabei, dass wir YouTube nutzen können, wie wir möchten. Ich hoffe es einfach. Und ich muss sagen, danke, dass wir so eine großartige, ganz fucking große Community sind hier auf dem Server. Was Besseres gibt's nicht. Also allgemein nicht das, sondern das ausdrücken. Nicht jetzt hier, sondern wirklich auf dem kompletten Community-Netzwerk mit YouTube, mit TeamSpeak, mit dem muss ich echt sagen, danke, dass ihr alle wirklich User joined dass wir channel. Wirklich alle zusammenhalten und sagen, dass das so bleiben soll und sich nicht ändern soll. Ich hoffe, Leute, das Ganze bleibt dabei, dass YouTube nicht gesperrt wird. Alle Infos, falls YouTube doch gesperrt wird und es nicht so weitergeht wie jetzt mit YouTube und so weiter, werdet ihr alle Infos auf dem Instagram-Account finden. Der Instagram-Account ist eigentlich meistens verlinkt oder auch unter jener Unterstrich-YouTuber erreichbar. Also schaut auf jeden Fall mal drauf, abonniert oder folgt dem Kanal auch, dass ihr aktuelle Infos habt, ob YouTube noch existiert, wo dann andere YouTube-Videos kommen und so weiter. Und so lange, bis noch nichts feststeht, ob YouTube sich löschen wird oder ein paar Kanäle löschen wird, werde ich hier auf YouTube weiter Videos bringen, streamen und was es noch alles gibt. Also Leute, danke.